Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Bus Manager. Wir haben eine neue Bewertung gekriegt oder mehrere. Vom Service Center Deutsche Eisenbahn AG konnte ich in meiner alten Stadt nur träumen. Einfach super und nie Wartezeiten. Ich bin wirklich beeindruckt, wie die Busse der Deutsche Eisenbahn AG jeden Tag aufs Neue glänzen. Großes Lob an das Reinigungsteam. Ich finde es gut, dass die Busse so oft fahren, denn das bedeutet meist weniger Wartezeit. Und trotzdem überfüllte Busse. Hey, ich wollte nur mal sagen, dass ich extrem glücklich mit der Arbeit hier bin. Es freut mich sehr, für die Firma zu arbeiten. Und ich hoffe auch noch auf noch viele weitere Jahre. So, dann der nächste. Ich bin hier mit dem Bus gefahren und ich hasse diese Firma. Die gesamte Erfahrung ist einfach nur schrecklich. Aber gut, jeder hat so seine Meinung, auch wenn man sich manchmal denkt. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon oft genug gesagt. Man kann teilweise hier, vor allem in Deutschland froh sein, dass überhaupt man so weit ist mit der Infrastruktur. Auf dem Land, die haben nichts. Ich hätte wirklich gesagt, wenn der Stadt irgendwie gefühlt in 10 bis 20 Minuten Takt oder so teilweise gefühlt angeordnet wird. Vielleicht wenn es gut, wenn es mal Pech hat, halbe Stunde. Das ist ungefähr der Start. Auf dem Land, da kann sie froh sein, wenn ein Bus überhaupt fährt. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Ich würde gerne vielleicht einfach mal sagen, richtig Geld fürs Betriebsgelände, um hier vielleicht sogar die Lücke zu schließen. Andere Alternative wären dahin expandieren. Aber ich glaube, wir expandieren mal nach hier hinten hin. Mit ein paar großen Stellplätzen. Warte, vielleicht mal eben auch einen rüber oder so. Oder auch zwei, je nachdem. Weil dann könnte man da vielleicht auch noch ein paar schöne Bäumchen hinsetzen. Denn ich würde ehrlich gesagt mal zu gerne, hier zumindest auf einen einigermaßen schönen Betriebshof irgendwie nochmal setzen. Anders als hier, ja, Standort Bad Bentheim, womit eigentlich das ganze Projekt losging. Da war es wirklich eigentlich nur, Hauptsache es funktioniert und sonst optisch wurde nichts dran gemacht. Ja, Hörne, da brauchen wir auf jeden Fall andere Busse her. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Da muss auf jeden Fall was Neues her. Aber wie läuft es eigentlich sonst auf den neuen Linien? Einmal in die Dodesheide. Vor der Abfahrt, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also Dodesheide sieht einigermaßen vernünftig aus. Eversburg mit ziemlich Verspätung. Also da haben wir momentan ganz schöne Probleme, was das Pünktlichsein angeht. Aber das ist eigentlich eine recht lockere Fahrt. Also da ist jetzt nicht wundersweiß, wie was Spektakuläres. Ja gut, vielleicht müssen wir noch eine weitere Linie nach da oben irgendwie entführen. Wäre vielleicht auch ein schöner Ansatz. Hier vielleicht ein bisschen hoch, dann hier rüber und dann, ja, bei dieser Straßenverlauf nicht ganz so optimal, oder? Ja, warte, wir konnten hier lang, hier unten. Durch die ganze Verkaufsmeile hier. Dann eventuell hier hoch an der Schule. Der Hochschule, dann irgendwie hier hoch. Dass wir irgendwo hier hinten vielleicht rauskommen. Vielleicht meinetwegen hier nochmal eine kleine Wendeschleife fahren. Wenn es ist. Meinetwegen hier. Ja, muss man gucken. Ja, müssen wir mal schauen. Oder gleich direkt dann hier nach rechts und dann irgendwie hier runter.
irgendwie sich was in die Richtung einfallen lassen. Aber jetzt erstmal die große Frage. Zweimal Urbino. Was kostet mich das? 102.000 wird das kosten. Einfach nur für die Linie Hörner. So als erster Ansatz. Dann hätte man auch direkt ein paar freie Busse. Um eventuell das Konzept vielleicht mal auszuarbeiten. Ja, wobei das Wichtigste wäre mir eigentlich hier erstmal ein paar Unterstützerlinien hier in die Wohnsiedlung reinzubringen. Das wäre wahrscheinlich schon fast sinniger. Also jetzt nicht direkt über Linie 5 laufen lassen, sondern einfach theoretisch wirklich nur bis irgendwo nach hier hinten hin, fährt eine Linie und dann hier vielleicht noch ein bisschen durch die Wohnsiedlung, dass es passt. Aber zuallererst zwei neue Busse. So, das berühmte Kennzeichen. So, wo haben die geparkt? Hof 530 wird mit Sicherheit nicht sein. Das ist der 52er und das ist dann der 453er. So, ihr beide werdet der Linie Hörner eingeteilt. Das heißt, ihr gehört der Linie 5. Und euch mache ich mal eben eine neue Gruppe. Linie 8. Nur schon mal so als Gedankenansatz. Gehört ihr zu einer anderen. So, das ist Linie 8 dann. Da könnte man sich daran mal eben irgendwie versuchen. Also wir fangen wie immer eigentlich am Bahnhof an. Ich würde eigentlich ja sogar sagen, komm, wir fahren mal den Zopp an. Dass es so ein kleiner Unterschied ist mit der Linie. Wobei, dann fährt er mir da so dämlich. Keine ernsthaft hier. Ich müsste ja doch bestimmt auch da lang fahren können. Ja, dann kommt der Berliner Platz hier auf jeden Fall weg. Und so brauche ich eigentlich auch generell den Berliner Platz nicht anfahren. Zopp an sich dann auch nicht. Dann hier am Neumarkt halten wir, an der Uni. Die ist immer gut gefüllt. Arndtplatz, Oblandstraße, Heinrich-Lübcke-Platz. Hier wäre jetzt eine schöne große Kreuzung. Aber wir fahren, glaube ich, noch bis zur Ritterstraße. Und alles, was dahinter ist, da muss sich der eine sich selber irgendwie drum kümmern. Jetzt hier über den Saarplatz. Hans-Kallmeier-Platz. Weißenburger Straße. Emma, sehr interessanter Name. So, dann wollen wir mal gucken. Das Hegertor. Nikolai-Zentrum. Und dann fahren wir nach hinten wieder Richtung Neumarkt. Ja, doch wäre, glaube ich, das fast schon optimale, was man machen kann. So, dann das Ganze nochmal eben irgendwie zurück. Hoch an der Kampfpromenade, Nikolai-Zentrum, am Hegertor,
sollte das, glaube ich, sogar einigermaßen platt irgendwie passen. So, die Rückertstraße. Dann geht's hier lang. Dann fahren wir hier. Abendplatz. Uni Osnabrück. Und jetzt wieder Richtung Neumarkt. Weil ich glaube, diesen doppelten Neumarkt, ich glaube, den kann ich eigentlich auch streichen. Der ist eigentlich auch nur Quatsch. So, dann wird von dem wieder zum Stressmannsplatz und dann zum Bahnhof. So, Linie 8. Was brauchen wir überhaupt? Zwei Busse alle dreiviertel Stunde. Also von 5 bis 21:59 nehmen wir das hier. Und dann ab 22 bis 2. Wie so eine Art. Längertakten kann ich das eigentlich nicht. Sie eher ein bisschen auseinanderziehen. Da kopieren wir mal. Das fügen wir ein. Ist eigentlich ein Scheißmaß. Oder fährt halt nachts mit Verspätung. Sieht nicht schön aus, aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, deshalb extra noch einen Bus fahren zu lassen. So fahren wir eigentlich lang. Das ist eigentlich das große entscheidende Element. Linie 8 Schulzentrum oder irgendwie sowas in der Art. Irgendwie sowas denkt man sich mal aus. So, dann kann es eigentlich weitergehen. Wer ist noch vergeben? Oder wer, besser gesagt, wer ist noch frei? So. Und hier fährt noch einer. Dann fahrt ihr mal die Routen ab. Und dann hoffe ich mal, dass das einigermaßen vielleicht so noch läuft. Personal wie immer gucken, ob es was Neues, Vernünftiges gibt. Naja, vernünftig ist was anderes. Aber schön ist momentan keine Wartezeit. Da muss ich doch wenigstens positiv in der Bewertung irgendwie präsentieren. Die Busse sind angenehm leer. Schlecht für euch, gut für mich. Ja, der hat auch unter eine sehr interessante Sichtweise. Wo man eigentlich auch nichts gegen sagen kann, weil das auch irgendwo passt. Freut mich, dass es in letzter Zeit nicht ganz so überall läuft wie sonst. Wollte nur Bescheid geben, dass ich gerade recht froh bin. Also ein bisschen muss ich am Preis nochmal argumentieren. So, ansonsten, als Schüler bin ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, um mich zur Schule und zurückzubringen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Busunternehmen Deutsche Eisenbahn AG und der Pünktlichkeit ihrer Busse. Sie lassen mich nie im Stich und kommen immer pünktlich an. Hört man auch sehr gerne. Zumal man jetzt hier noch ein bisschen was getan hat. Ich hoffe mal, dass die Linie auch
einigermaßen angenommen wird. Schon mal kurz gucken, Linie 8. Ja gut, momentan ist ja nicht viel los. So, Verkehrszeit. Ja, hier kommt schon was. Also für Linie 8 wird auf jeden Fall noch was kommen. Das ist schon mal ganz gut, dass die Linie angenommen wird. Aber ich würde auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann, ja, muss ich mal schauen, was man vielleicht am besten machen kann. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen mit der Linie noch mal ein bisschen rumspielen. Vielleicht auch was Neues erstellen. Gut, bräuchte man das Geld für Busse. Aber ich würde auch sagen, an der Stelle, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.